Hallo und herzlich willkommen zurück zum RVZ Together. Ich habe eine Welt erstellt und die ist geil. Da können wir nämlich gleich die Query aufstellen. Und der Shanae, der wollte jetzt gleich mal den Reaktor vergrößern und uns mal so ein bisschen Brownstone herstellen. Was das Besonderes kann, das kann er euch dann gleich mal erzählen. Ja, ich kann es euch eigentlich eher mal zeigen später dann. Ja, löschen auch von meiner Seite erstmal. Ihr hört, ich bin ein bisschen verkühlt. Daher werde ich jetzt nicht ganz so viel quatschen heute, aber ich werde sowieso eher so Bau-Bastelfolgen machen. Also zum einen Reaktor ausbauen. Will mal gucken, so für die Hauptmaschinen im E-System und so ein Kram vielleicht schon erste Redstone-Kabel herstellen. Müssen wir aber mal noch gucken. Der Eronia ist schon weg. Ja, ich bin schon in der ist schon drüben. Der wird mal die Query aufstellen, dann können wir da auch wieder einiges an Rohstoffen dazu. Redstone haben wir ja massig. Ja. Leute, guck mal, wenn ich hier hochfliege, ist das nicht mal geil. Und Leute, lasst euch nicht irren, wir haben hier auch noch neben dem Aschezeug, haben wir auch noch jede Menge normale Biome und Erze gibt es hier auch und nicht gerade wenig. So, wir setzen mal die Query, zack. So Leute, die braucht jetzt natürlich Strom, die Query, ist ganz klar, ohne die kann der Knecht nicht arbeiten. Deswegen... Geben wir der hier mal Strom. Wir müssen jetzt erstmal hier rüber und zwar zu diesem Lavasee. Dafür habe ich mir die Pumpe hier gebaut. Denn die Pumpe macht das, was der Name auch sagt. Die lutscht diesen See leer und benutzt den See mal so richtig hart. Also so richtig, richtig hart. Und wir bekommen dadurch jede Menge Sachen. Also. Weißt du, neues Jahr, ne? Macht wieder direkt weiter wie mal. Ja klar. So Leute, ich glaube, doch, die setzen wir mal bei hier oben hin. Ich habe einen Penetrationsring gefunden. Sehr schön. So Leute, wir müssen noch mal eben kurz zurück. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen vergessen. Und zwar braucht die diese wunderschöne Pumpe braucht auch Strom. Können wir aber ganz leicht betreiben. Da ballern wir einfach vier Redstone-Engines dran. Die sind günstig in der Herstellung und produzieren genug Energie, um diesen schönen See leer zu lutschen. Also nichts Kompliziertes. Wir lutschen ist nicht schwer, nein. Also wenn du das als Mann machst, ja gut, das ist deine Sache. Ja, das ist richtig. Ist ja zum Glück nicht anzüglich oder so unser Entweder. So. Ich brauch Glas. Haben wir nicht einen Macerator schon gebaut? Nee. Ja, doch, haben wir. Ich muss mal kurz dein EU-System da hinten missbrauchen. Ja, mach du mal. Ja Leute, dann müssen wir mal kurz suchen. Ich weiß zwar nicht, warum der gerade nicht synchronisiert, weil normalerweise kann man das im E-System mit der Nay-Suche synchronisieren, aber irgendwie will das ja nicht. Bei mir spinnt das auch so ein bisschen, weiß ja nicht warum. Aber komischerweise, bei Direwolf 20 habe ich damit keine Probleme. Also, da ging's. Was brauche ich denn da? Holz, Glas, Pisten und zwei Wunden hier. Die geht ja noch. Sieht auch Sand aus. Hä? So. Konnte ich dann... Piston, okay, wir haben keinen Piston mehr. Das ist schlecht. Da kannst du ein paar basteln. Ja. Bist du gerade irgendwann am Craften an den Dingen? Nö. Gut, dann kann ich das ja mal eben kurz hart missbrauchen. Ja, mach das mal. Stone. Okay, so auch aber... Ah, da machst du. Sehr schön. Ach so, aus Netherstein. Oha, oha, Leute, Pisten. Okay. Ich und Pisten bauen, das ist so eine Sache. Vergesst das Rezept meistens wieder. Bauen doch über Nay. Warte mal, wie viele Pisten brauchst du? Ich brauche 4 Stück. Warte, ich baue dir schnell. Jo. Geht nicht, weil irgendwas fehlt. Warte jetzt. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Jo. Ich hab den Laser mal kurz. Achso, ne, warte mal, den kann ich ja wieder reinhauen. Ups. So Leute, den Rest. Ach genau, die bauen wir noch. 2, 3, 4. So, warte mal, wann hat jetzt 4 oder. Ach, wir bauen 2 für jeden. Okay, dann brauchen wir nochmal 4, das heißt insgesamt 8 Stück.
Dann können wir das einmal clearen und den Rest dürften wir haben. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir hier 4 Stück. Dann clearen wir das auch nochmal eben kurz. So, Leute, das haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt können wir wieder rübergehen. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Ach, jetzt habe ich wieder was vergessen, Leute. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Was wollte ich noch? Spitzhacke, wo haben wir sie denn? So. Das, wir haben keine Pickaxes im MMI-System. kann durchaus sein, ja. Das ist ein bisschen blöd, aber egal, ich kann mir eben kurz eine machen. So. Gab es in der Mistcraft, die du jetzt gemacht hast, zufällig Obsidian irgendwo mit Sicherheit? Ja, ich gehe mal davon aus. Also bräuchte nämlich ein bisschen. Also für später dann, wenn wir irgendwelche etwaigen Projekte haben. Okay, ja, Obsidian kann ich dir mitbringen, ist kein Problem. Da bräuchte ich nämlich nochmal einen kurzen Wassereimer. Denkst du an die Ender Chest? Die Ender Chest mitnehmen. Ach so, ja klar, genau. Muss ich auch nochmal einen kurzen mitnehmen. Wäre so zweckmäßig, ne? Ja, das stimmt. So. Machen wir sie weg. Ich brauch Glas. Was haben wir denn da jetzt? Ja. Achso. Ja, schön. So, wie weit ist denn das Obsidian? Ah, sehr schön. So, Leute, so. Dann nehmen wir wieder Zug zu unserer Quarry. Da steht sie. Ah, guck mal, Leute, jetzt zeigt sie auch das Muster an. Ich weiß zwar nicht, warum das da nicht ging, aber egal. So. Hier oben mein Name funktioniert wieder richtig, ich bin begeistert. Oh, ja, das ist, das war ernst gemeint, es funktioniert wirklich wieder richtig. Das ist gut, das ist sogar sehr gut dann. So, ich stelle jetzt gerade mal gehärtetes Glas her für Redstone Conduits. Okay. Redstone-Kabel basteln können. Ach so, wird's, ja klar. Ist doch besser. So. Da hast du recht. Weil Redstone haben wir bis zum Kurzen, also das Füllen ist kein Problem. Absolut nicht. Leute, wenn ich jetzt schon einen größeren Reaktor hinstelle, der wird garantiert mehr wie 411 pro Tick produzieren. Und Kabel habe ich ja letzte Runde rausgefunden, kann man ja wieder zerschroten zu Rohmaterial. Ja, richtig, genau. So, dann stellen wir mal Elektrom her. Leute, wir müssen jetzt nur einmal hier vorne, weil wir müssen überall einmal hier drunter um das ganze Ding drum. Und zwar müssen wir dem Ganzen ein Redstone-Signal geben, weil das sagt eigentlich schon der Name. Das sind ja hier diese Redstone-Generators oder in dem Falle hier die... ja, eben halt Generators und die brauchen eben halt ein Signal, um überhaupt arbeiten zu können. So. Bin am überlegen, wir haben Redstone noch und nöcher. Also wir haben wirklich genügend, wir haben 107 Blöcke noch drin. Soll ich den Reaktor mit Redstone kühlen direkt? Ja, mach doch. Ja. Bietet sich nämlich an. So, 128 sind genau eins der Kabel, das ist sehr gut. Gib mir mal gehärtetes Glas. So, die sind alle okay. Gut. Achso. So, Leute, dann gehen wir nochmal eben kurz zurück, weil ich brauche nämlich nochmal ein paar Redstone-Fackeln. Genau zu sein, 4 Stück. Blei. So. Also ein Stack Redstone-Kabel kriege ich schon mal gebastelt. Ja, das ist ja wunderbar. Ja. Ja, weißt du was, dann mache ich den Reaktor jetzt nämlich mit Wasser nämlich leer und pack da flüssiges Redstone rein. Ja, richtig, ja, der hätte es ja sowieso leer machen müssen. Genau, obwohl er sogar mit Wasser nur 157 Grad warm wird, was ist eigentlich ein Fliegengeschiss für einen Reaktor ist. Also. Das ist gar nichts. Haben wir irgendwo noch eine Zelle stehen, zufällig? Gib mal so, hier 4 Stück. Nein, haben wir nicht. Ja,
Warte, warum fliegen wir da eigentlich nicht? Wobei ich vergesse die ganze Zeit, dass wir schon einen Jetpack haben. Ja, ich auch. Das ist, ja. Redstone Energie. Oh ja, komm. Weißt du was, da mache ich jetzt mal eins. Wir haben Redstone genug. Mein auch mal anmachen hier. So, machen wir mal kurz eine Redstone-Energiezelle, dann kann ich nämlich, weil im Reaktor sind noch fast 10 Millionen Energie drin. Ja, das wäre jetzt blöd, ne, das verschwenden. Ja, genau, aber deswegen. Wird das nicht gespeichert, solange die Energie wird gespeichert, aber wenn ich jetzt länger schrauben muss, brauche ich noch irgendwas aus meinem ME-System. Und also laufen die Maschinen gerade noch. Wir haben ja Redstone genug, also. So, das müssen wir jetzt darüber ziehen, Leute. Ich glaube, wir brauchen gleich doch noch ein paar Fluidukts, aber das ist nicht das Problem. Redstone, so. Ich finde das geil. Wir haben mittlerweile so viel Zeug. Ich baue einfach mal aus dem Zeug, was wir haben, eine Redstone-Energiezelle. Ich finde das geil. So Leute, also jetzt müssen wir nochmal zurück, weil jetzt brauchen wir nämlich nochmal ein paar Fluidukts. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Die Offscreen-Sammlerei hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, definitiv. So, ne? Ich bräuchte den Schlüssel, genau. Ja, Leute, ich weiß, wie in meiner Vergesslichkeit, da könnte ich auch mal wohl da reden, also dann eben, nee, Leute, mache ich nicht. Was? So, mal kurz direkt an den Reaktor gepackt. Mal kurz vollballern. So. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt länger irgendwas an meinem E-System rumschrauben muss, dann fahren wir mal runter. Ja, dann läuft's im E-System leer und ich hab nichts da. Also kann ich die Zelle einfach kurz zwischendran ranpappen und gut ist. Maschinen können ja leer laufen, das ist nicht. Ja, klar. So, komm schon. So. 18 Stück, das reicht erstmal. Gib mir mal da. So, hier mal Löcher zu bauen, das ist doch alles stümperhaft hier. So, süße Kern ist nämlich schon leer. Ich habe die Verbindung gekappt, der hat jetzt keine Minute gehoben. Nicht schlecht. So. Okay. Zelle läuft, wunderbar. So Leute, jetzt kommen wir hoffentlich mit den Kabeln aus. So, die kann ich mal alle abhängen. Also 400 RF-Kabel habe ich jetzt gleich noch und nöcher, wenn du brauchst. Nö, die brauche ich nicht. Also das ist Verschwendung hierfür. Was für Kabel nimmst du? Weil du was von Kabeln eben gesagt hast. Ich brauche, also Stromkabel brauche ich hier gar nicht. Diese Fluidukts brauche ich hier nur und die Itemdukts. Ja. Aber die Itemdukts sind eigentlich auch schwachsinnig. Ich kann die Kiste doch direkt hier auf die Krabby stellen, also. Könntest du, ja. So. Theoretisch. Kann ich schon mal hinstellen, Leute. Zack. So, genau. Die werden schon gepowert. Ihr seht das schon. Also da läuft schon ordentlich Lava rein. Da brauchen wir anscheinend dann auch keine Servos. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, die Quarry müsste eigentlich jeden Moment loslegen. So. Ach, das müssen wir auch noch alles umpopeln hier. Gut, die Monsterfarm werde ich sowieso abbauen, weil das keine richtige Monsterfarm ist, das ist ein Zustand. So, was ist die Zelle ist fast voll. Ja, siehst du mal. Sind beinahe komplett 10 Millionen RF drin, also. Hängen wir das mal hier rein. Zack. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So. Warte mal, Leute, wir nehmen mal eben kurz das weg. Falsch. Keine Angst, das wird gespeichert. Okay. Ausgang. Doch, Leute, dann müssen wir mal eben kurz ein paar Kabel dran packen. Ich weiß nicht, warum es jetzt so nicht geht. Also, naja, ist nicht schlimm, Leute. Das sind drei Kabel, aber die müssen wir dann mal kurz ranklatschen. Ach, gehärtetes Glas. Ach, ich komme nicht ans Immunsystem. Ja, da war ja was. So. Ich bin froh, dass ich die Kabel jetzt noch dabei habe. Das wäre jetzt sonst ein bisschen. Kannst du mir kurz 8 Kabel geben? Stromkabel, wenn du hast? Jo, perfekt. Sind jetzt 30 oder so, keine ja, Ahnung. Ja, sollte reichen. So. Lieber ein bisschen mehr, da ist schon recht. So, das weg. Werkzeugglas, genau. Zum Bauen. Das kann alles rein erstmal. Die können rein. So. Ich brauche Blei.
Leute, ja, ich weiß, wir können die Query auch ein bisschen größer machen, weiß ich auch, machen wir aber noch nicht. Also später werden wir die auf jeden Fall auf das Maximum machen. War das so? Nein. So. Ja, jetzt legt sie los, Leute. So. Ihr seht schon, das geht gut ab. Ach nee, Quatsch. Wo haben wir denn Elektron? Da. Alter Schwede, ey, die baut sich aber mal wirklich schnell auf. Ach Gott, jetzt, wenn sie genügend Energie hat, kann die rennen. Ah, so rum. Die rennt gerade gut ab, also echt jetzt, ohne Witz, richtig gut. Ja, ey, die ist jetzt schon fertig mit dem Aufbau. Hast du Ender Chest dabei? Ja, habe ich schon oben drauf. Ja, wenn sie außenrum nicht viel abgraben muss, ist sie ratzfatz voll. Also, Alter Schwede, ey, die rast hier nur so durch. Ich sehe es, hier kommen schon die ersten Sachen reingelaufen. Alter, wie krass. Ja, ist halt Query, ne? So Leute, wir müssen, warten mal kurz. Ah, perfekt. So, jetzt setzt man nämlich hier was hin, dann baut die nämlich auch gleich mit Obsidian ab. Das ist nämlich sehr schön. So, die Pumpe läuft. Okay, der See lutscht sich langsam leer. So Leute, wir müssen... Der See lutscht sich leer, gehen, ne? Ist klar. Also, oh, ich bin erst im Redstone-Kabel gerade am Film. So Leute, wir müssen nur ab und zu mal gucken gehen, dass der See, ob der noch genug Lava drin hat, wenn nicht, müssen wir mal eben kurz einen anderen See anzapfen, weil sonst können die Generators nicht mehr arbeiten. So Leute, wir widmen uns jetzt einer nächsten Sache, und zwar widmen wir uns jetzt den diesen Rapieren hier. Wir machen die nämlich jetzt fertig. So, und zwar brauchen wir nämlich... diese Schleimdinger, nicht diese Schleimbälle, sondern meine, ich hatte sogar schon welche erstellt. Ah gut, okay, dann machen wir uns mal kurz neue. Zwar brauchen wir nämlich dafür den Mossy Cobblestone. Da hatten wir ja doch noch so einiges. So. Wo hab ich denn hier den... Mein Gott, Leute, ich bin ja gerade bestimmt schon... Ah, guck mal. Ich habe bestimmt schon dreimal dran vorbeigegangen. So, zack. Wunderbar. War das nicht so gewesen? Sehr schön. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen Reaktor auseinanderpopeln. So, Leute, da muss ich mal kurz gucken hier. Wie heißen die nochmal, die Dinger? Slime. So. Da brauchen wir den von Inkas Konstrukt. So. Kurz mal was auf hier. Warte Leute, da können wir mal eben kurz gucken. 154 Grad. Wir haben noch hier dieses äußerst nette Buch. Man sollte sich Auto nicht im Wasser stellen und aus Minecraft rausgehen. Materials and you. 240 RF. So. War das hier? Ja, genau, das war das gewesen, glaube ich. Nee, da müssen wir noch das andere haben. Wo haben wir's? Leute, jetzt fängt wieder die Sucherei an, aber das kennt ihr ja schon. Serials and you, Rotarycraft. What's a new open blocks? Nein. Was suchst du denn? Ich suche das Buch von Tinker's Construct, weil ich das Rezept brauche, nochmal für diese Schleimdinger, die ich da herstellen muss. Welche Schleimdinger? Ja, du musst ja diese Balls herstellen, damit die Auto-Repair drauf haben, die Sachen. Diese Moosbälle oder was? Genau, Moosbälle, so hießen die. Moosballen. Mhm, genau. Kannst du herstellen komplett aus bemoosten Pflaster? Ah, ich sehe schon. Jo, hab's. So. Okay. So. 1, 2. So Leute, da brauchen wir 2 Stück von. Sharpness hatte ich letzte Mal gesagt, war Quarz, ne? Ich glaube. Glaubt, da war dann Netherquarz gewesen. Dann nehmen wir uns mal hier ein bisschen Netherquarz raus. So Leute, dann gehen wir jetzt hier an unser Dingen hier dran. Genau, an die Toolforge. Da gehen wir hier oben drauf für, na, jetzt aber. Gut, das ist jetzt hier für Reparatur und Modifier. Ihr seht schon. Jetzt packen wir das hier rein, die Items hier rein, so rum war es doch, genau. So, hier haben wir nämlich schon mal Auto-Repair drauf, da machen wir das hier nämlich auch nochmal. So, jetzt packen wir die hier rein, das müssen wir jetzt gleich sehen hier, Quarz. Das müsste das, meine ich, gewesen sein.
Jetzt müssen wir es aber haben. Nein. ich will lieber nochmal nachgucken, Leute. Du kannst mir nicht erklären, warum ich jede beschissene Ebene des Reaktors komplett aufgefüllt habe mit Wasser, oder? Weißt du auch nicht, hä? Nee, das weiß ich auch nicht. Was mich da geritten hat, wüsste ich gerne mal. Materials and you. Wartet mal. So. Kommt mal raus hier, da weg. Okay, dann machen wir da nochmal kurz eins raus. So. Eins noch da. Ah, sehr schön. So, da haben wir es doch. Okay, das haben wir schon hergestellt. Okay. Kobalt, Manyllium, Emerald, Speed, Autumn Repair, so. Lucky, Sharpness. Genau, Sharpness. Das ist Netherquarz. Alles klar, Leute. Ich habe mich lieber nochmal versichert, Leute. So. Nicht, dass das hinter nicht stimmt und wir dann da sonst einen Scheiß drauf haben. So, zack, 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 zack. Das. So. Sollen müssen stehen bleiben. Alter Schwede, wie viel kann ich denn da draufballern? Ja, einiges, ne? Ja, da geht einiges. So. Muss mir kurz ein bisschen Areal ausbauen. Alter Schwede, ich habe jetzt gerade mal 26 von 72. Für was denn? Also in der Aufwertung? Ja, ja. Ja, da brauchst du ein bisschen was. Macht ja nichts, wir haben ja ordentlich Netherquarz da, also. Also ich glaube, das wird ein mega scharfes Schwert. Ist doch gut. Oh ja, das wird lustig. Ja, wobei jetzt die Frage, wenn du die 72 voll hast, ist das ein Sharpness 1 dann? Nee, ist dann glaube ich mehr wie Sharpness 1. Aha. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Oh, Leute, wir müssen jetzt gleich noch mal ein bisschen Netherquarz aus dem System holen. Ja, macht da nichts, werden wir noch. Ja, wollte ich gerade sagen. So, okay. Nehmen wir mal einen kurz da oben rein, damit ich weiß, welches, bei welchem wir gerade waren. Bist du hier fertig mit deinen Moosball? Ja, warte mal, ich wollte noch mal eben kurz was ausprobieren. Wo hab ich denn... Ach, da. War... Ach nee, das war ja anders gewesen, ja? Naja, egal, machen wir gleich anders. So, okay. So. Da ist eine gute Zahl, ja. Da, so. Ich würde mal gucken, wie weit die reichen. Lock. Ups. Achso, das muss ja weg, wirklich. So. Ja, müssen wir mit 4, alles klar, okay, das können wir dann auch hier machen. Zack, so, jetzt probieren wir nämlich mal aus, ob das dann nämlich direkt mehr drauf gibt. 3 von 72, 66 von 72, okay. Ach, andersrum. So. So. Alter Schilde, okay, das geht. Ja, also der Reaktor sollte Power liefern. So, Leute, dann machen wir hier nochmal, zack. Da. 70 von 72. Genau. So. Das wird ein übertriebener Reaktor. Da haben wir eine ganze Weile keine Stromsorgen mehr, so viel ist sicher. Ja, Hauptsache wir können ihn betreiben, ne? Ja, das kriegen wir hin. Ja. Redstone-technisch ist das ja absolut kein Problem. Ich nehme jetzt mal ein paar Blöcke gleich. Alter, finde ich, brauche noch ein bisschen mehr Quarz. Ihr könnt übrigens in dem Magmatikel auch ganze Blöcke gleich umschmelzen, wie ihr seht. Ihr kriegt dann die Menge raus, wenn ihr es einzeln machen würdet. Nur wie ihr seht, es dauert ein bisschen länger und braucht mehr Energie. Aber kommt trotzdem bei Redstone jetzt bei einem Block 900 Mikrobuckets raus. Genauso wie wenn ihr 9 einzelne umschmelzt.
Also ihr habt da jetzt keine Verluste oder so. Ihr kriegt da brav, ups, eure Sachen wieder raus. So, Leitungen. Jetzt gehen wir die alten Kabel gleich mal. Wenn du die kleinen Kabel nicht mehr brauchst. Ja. Die 400, da kannst du direkt in den Pulverizer schreddern. Okay. Ja, aber dann kriegen wir halt wieder Redstone und Invar-Zeug raus. Und dann haben wir sie nicht im System rumfahren. Weil wir brauchen sie ja sowieso nicht mehr dann. Ja, richtig, genau. Dann schrot man ja einfach wieder zurück zum Material und fertig. So. Okay, Moos ist drauf. Verstehe zwar nicht, warum der eine jetzt 144 hat und der andere nur 72. Egal. So. Ja, ich weiß schon nicht. Wo bist du gerade? Hinten beim Reaktor, im Bastel. Gut, gut. Dann hier. Hä? Ah. Ah, guck mal, Auto Repair. Ja. Quarz 72 voll. Genau. Okay. 4 Hertz Schaden. Oh, ist aber nicht schlecht. Mit Sharpness drauf. Gut. Wunderbar. So. Ich werde jetzt mal gucken, wie groß ich den Reaktor jetzt baue. Im Prinzip so lange, wie ich Brennstäbe habe. Ich würde das Teil ja mal gerne mal ausprobieren. Was denn? Das, den Rapier. Ja, das glaube ich. So. Da und so, da. Okay, ich guck mal kurz, ob die Query noch läuft, Leute. Und dann gucken wir mal, was wir da noch machen. Ach, ist ja schon, die Query läuft also noch. Oh, ja, doch, also bis jetzt hat sie nur Stein rausgeholt, ein bisschen Green Flare Crystal, aber da kommt bestimmt noch mehr. Also. Ja, die Kiste hier drüben ist voll. Helorium, Keys, Limestone. Ach, der ist alt, Herr Schwede, der ist noch nicht fertig mit dem Rauspumpen. Die Ender Chest ist voll. Oh, ho, ho, ho. Also so ein bisschen was bringt das ja. Und unser Fass ist voll. Welche Koppels reingeballert haben. Ja, ja, läuft, kommt. Obsidian Fastenstack. Zertus Quarz, ein bisschen Lorium. Ja, das kommt nach und nach. Ah, nice. Läuft, ne? Halt ja. So, Leute, jetzt machen wir uns mit Kobalt. Jetzt machen wir uns mal eine Pickaxe, würde ich als nächstes sagen. Das, doch, das ist ein guter Plan. Dann machen wir mal eine Pickaxe. So, Leute, dann gehen wir mal kurz gucken, was wir denn hier benötigen. Wo haben wir sie denn? Nein. Pickaxe da. Okay, dann brauchen wir das, das und das. Alles klar, Leute. Oh ja, so. Schnellere Pickaxe wäre ich sehr dafür. Probieren wir so. Noch mit so einer Mini-Diamantspitzhacke rum da. Ja, das stimmt. Das weil so popisch ist sie ja eigentlich nicht, aber trotzdem. Ja. Okay. Ach, das gibt ja Gaudi, die ganzen Kabel wieder zu verlegen. Alter, was habe ich denn hier verlegt, ey? Ja, gut, haben wir egal, keine Blank-Pattern mehr oder haben wir noch welche im System? Ja, wenn dann im System. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dann mache ich mir mal welche, ne? Ich verleg da sowieso ganz anders, ne? Alles, weißt du gerade das Rezept auswendig für die Blank-Pattern? Ja. Diagonal gegenüberliegen zwei Sticks und auf der gegenüberliegenden Seite zwei Holzplanken. Ah, okay. Diagonal. Alles klar. Immer gegenüberliegend. So, da machen wir mal zu. Na, machen wir ich werde noch eine Menge Sticks. Eisen brauchen, stelle ich gerade fest. Ups. So. Ja, so. Also im Reaktor sind wir definitiv erstmal versorgt. Also solange wir jetzt nicht irgendwie den Mining Laser anschmeißen, um bis auf den Grund zu graben, also auf Bedrock oder was, dann passt das. Ja, dann, das hört sich doch gut an, nochmal. So. Sticks. Ich hoffe, da krabbelt ein bisschen Eisen raus. Im Moment holt er nur Cobbles raus ohne Ende. Ja, richtig. Wow, ein Eisenerz. Wahnsinn. Ja, das ist auch immer so eine Glückssache. So, ich muss mal gucken, Upgrade. Und zwar das da. So, zack. Ach genau, wir müssen hier an dieses Ding dran. 64 Stacks. Nee. War das das Ding? Ja, genau. Da sind sogar noch welche drin, Leute. Gut, das eine Ding ist aber auf jeden Fall schon mal drin. So, Pickaxe Head, das brauchen wir. Ach du Scheiße. Und wir brauchen... Bist du am Crafting-Tisch fertig? An welchem? Am ME-Crafting, meine ich. Ja, damit bin ich fertig. Gut.
Ich muss nämlich auch ein bisschen was bauen jetzt. So, fehlen Kolben. Ich hoffe, das ist richtig. So, bauen wir mal ein Upgrade. So. Ach, die Dinger muss ich ja nochmal eben kurz hier mit dem Ding. Ich vergesse das immer. So, jetzt brauchen wir nämlich nochmal Stone. Ich habe unser Fass mal eben aufgewertet auf 128 Stacks. Wir haben nämlich ein bisschen zu viel Cobblestones hier in der Obsidian Chest drin. Ne? Alter, wie viel das ist. Wahnsinn. So Leute, aber ich würde auch mal sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in den nächsten Folgen. Was? Nein, ich will nicht aufhören jetzt. Nicht jetzt. Nicht mit dem halben Reaktor hier. Doch, wir sind jetzt wieder am Ende wieder. Dann habt ihr was, worauf ihr euch das nächste Mal freuen könnt, Leute. Komm, wir sind erst bei 30 Minuten. Komm hier, nicht. Das ist neues Jahr, hier nicht rumspinnen. Oh, 18 Eisen, 13 Eisen. Nee, ich würde mal sagen, wir machen das mal so, weil... Ja, komm, warte, lass mal noch schnell den Kram hier ausladen. Sekunde. Ja. Asche, Leim, das kann noch weg, das weg. Ich würde da so ein bisschen aussortieren. Erze drin lassen und den Rest so rausholen. Ja. So viel Überblick nachher. Eine Rocky-Prinzessin, makellose Abstammung, wenn es schön macht. So, das halt, du bleibst drin, das kann raus, das. Ne, die bleiben auch drin. Ja, eine Biene interessiert da jetzt wohl keine Sau. So. Die Bienen, die sind gut, da werde ich hinterher auch ein bisschen was machen, weil. Ja, Bienenzucht kann man einiges mit einstellen. Ja. So, wir haben 5500 Cobblestones, trotzdem sind die Chips alle grün. Das spart so viel Platz, das ist Wahnsinn. Ja. So, gucken, dass mein ME halt. Leitung, du bleibst hier. Die schmeißen wir noch in den Schredder kurz. Tschüss. So. Das weg, Glas. Ja, okay. Den Rest craften wir dann in der nächsten Runde. Genau, Leute, dann also würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.